ganz kurz, am Pilzarten auch nur ganz kurz. Die meisten Händler haben hier in Jenisch, wo Feier Kopenzis und Kopilant der Tyrannestens immer angedroht. Dann was zur physiologischen Wirkung, Risiken und möglichen Nutzpotenziale, der Inhaltsstoff, die Rettungssituation. Da werden wir uns ja heute noch einen ganzen Tag unterhalten, werde ich nur ganz kurz anreißen. Und dann noch ganz interessant, Konsumgründe und im Vergleich auch zu anderen Drogen. Das ist eine Erhebung, die unteren Zahlen, die gelten nicht, weil es ist mittlerweile doch einige mehr Befragungen. Okay, das ganz kurz zur Gliederung. Also ich bin Joachim Eugen vom Beruf Biochemiker und schreibe zurzeit eine Habilarbeit zur Molekularbiologie. Und früher war ich auch noch Mykologe, ich habe über Pilze noch promoviert. Aber mache jetzt eigentlich nur noch nebenberuflich mit Pilzen, bin noch Mitglied der Deutschen Mykologischen Gesellschaft. Aber hauptberuflich am Institut arbeiten, da hat nicht nur mit Pilzen, das ist nur noch so nebenbei Pilze. Okay, fangen wir mit der ersten Folie an. Zur Geschichte der Psilocybinhaltigen Pilze. Ich brauche ja nicht viel zu sagen. Kann man das hinten alles lesen? Ist das scharf? Ja. Ja. Also ist noch größer. Okay. Also die Zauberpilze sind eine der ältest gebrauchten Drogen. Das weiß man aus Höhlenzeichnungen im Steinzeitalter. Da kommen Pilze schon vor. Im Mittelalter waren die Pilze Bestandteil der Hexensalben. Aber so bis 1955 waren diese Zauberpilze, jetzt abgesehen in Alpen und so und auch in Wales, mehr oder weniger der wissenschaftlichen Welt unbekannt. Erst durch die Reise von Worsen, dem Amerikaner Worsen, nach Mexiko sind dann für die zivilisierte Welt also entdeckt worden. Dann erfolgte 56, 57 die Artbestimmung durch die Ökologen Heim und Singer. 58 gelang dem Albert Hoffmann, Entdecker von LSD, dann Isolierung der psychoaktiven Substanz Psilocybin und Psilocin. Und nach 58 konnte man diese Substanzen dann auch in heimischen Pilzen nachweisen, also insbesondere auf diesen Kahlköpfen. Kahlkopf. Ja, Semilantiata, das ist Semilantiata. Und von 1960 bis 1970 wurde der Inhaltsstoff Psilocybin in der Psychoanalyse medizinisch verwendet. Das hörte 70 eben auf, weil in den USA dann der Inhaltsstoff Psilocybin unter Verteilung für die Gesetze fehlt und dann auch weltweit 1972 auch in Deutschland. Die ersten größeren Konsummengen waren 1975 die Hippie-Ära in den USA. 1967 ist dann Psilocybin in den USA als Reinstoff verboten worden und sagte ja schon 71 dann in Deutschland. 1998, das stimmt eben nicht ganz, verbot. 98 hat der Gesetzgeber gedacht, er hätte es verboten, weil da stand eben Pflanzen, die Psilocybin enthalten, fallen unter das Betäubungsmittelgesetz, aber das war halt eine Finte. Also das stimmt eben nicht ganz, was da. Das ist auch schon ein älterer Vortrag, der ist nämlich von 1998. Oder 2000 etwa. Und das ist eben jetzt unsere Untersuchung, da sage ich ganz am Schluss sowas. Also diese Zauberpilze sind hinter Cannabis die zweitmeist genutzte legale oder Droge, legale Gänsefüße in Deutschland. Da haben wir mehrere tausend Befragungen. Und ja, es gibt jetzt auch erneute Studien mit Psilocybin durch das ECBS aus Göttingen und sonst wo. Also das ganz kurz für geschichtlichen Abhörers aus dem Mittelalter. Das ist von Hieronymus Bosch. Und wir sehen in dem Bild, weiß nicht, ob er da Pilze gegessen hat. Wir sehen, wahrscheinlich hat er Fliegenpilze gegessen. Mein Laserpointer nicht. Oder? Doch, da. Wir sehen hier jedenfalls einen Pilz da. Ja? Hier ist ein Pilz. Und ja. Also Pilz, die kommen davon vor. Also wir nehmen an, im Mittelalter waren also die Psilocybin-Pilze praktisch unbekannt, also bis auf wenige Insider in Alpen, wo sie wuchsen, also der Ballern wurde meistens der Fliegenpilz verwendet, als halluzinogener Pilz. Und wir sehen hier noch weiter Stechapfel und so weiter, also es sind nicht nur Pilze drin hier. Hier irgendein Zauberpilz, ja.
Stechapfel, hier oben ist der Stechapfel. Ja. Hier was Neueres, aus Bali. Ja, das ist ein Batik aus Bali, aus Yogyakarta und praktisch dasselbe. Hier, das ist jetzt ein Bild aus Mexiko, da in der Gegend von Maria Sabina. Das hat Albert Hoffmann aufgenommen, 1962. Hier irgendwo, ja. Das ist die Gegend, wo Faya Cubensis wächst. Also in Mexiko, Ausnahme von 1962 von Albert Hoffmann. Hier haben wir jetzt mal ein paar Pilze in Faya Cubensis oben rechts. Von der Maria Sabina, das ist die Schamanin, die mit Pilzen gearbeitet hat und ist ja mittlerweile gestorben. Foto von 1962. Was ist über die Maria Sabina in diese Pilze rangekommen? Deshalb ist die Maria Sabina dann auch so bekannt geworden. Jetzt ein Artikel aus der Presse aus den 60er Jahren, Magazin Live. Also das war dann praktisch die Entdeckung der psychedelischen Pilze für die zivilisierte Welt. Hier ist Albert Hoffmann mit dem Pilz, allerdings ist das eben kein echter Pilz, sondern ein Keramik. Auch aus Mexiko. Schiffskeramik, gibt es ca. 150 in über ein Dutzend Pilzgattungen. Die Verbreitung ist weltweit. Und die bekanntesten Wirkstoffe sind Psilocybin und auch Deocystin. Das ist ein Derivat von Psilocybin. Das hat eine Molekülgruppe weniger am Stickstoff. Der Wirkstoffgehalt, der schwankt zwischen 0,01 und 0,2% des Gleichgewichts. Also 0,2% ist bei Psilocybe astoreszent zum Beispiel 0,01, das sind eher unteren Grenzen. Also an der unteren Grenze liegt eigentlich schon eher Strophaia cubensis, also der hat eben gesagt nicht so sehr viel. Das sind ja noch die Gehalte. Ja, Toxizität, also ist praktisch nicht toxisch. Aus Rattenversuchen gibt es Experimente, da ist die letale Dosis 50, also die Dosis, nach der 50% der Ratten gestorben sind, nach Applikation von Psilocybin war 165 Milligramm pro Kilogramm Ratte. Auf den Mensch umgerechnet sind das 20 Gramm Psilocybin und dann müsste man entsprechend 20 bis 40 Gramm Pilze essen, um daran zu sterben. Kilogramm. Also 20 Gramm Psilocybin, dann müsste 20 bis 40 Kilo Fischpilze essen, um daran zu sterben. Ja, die sonstigen Gefahren. Es gibt übrigens keinen einzigen Todesfall beim Menschen, bis auf einen Fall. Also es gibt weltweit Literatur, Jochen Gass hatte ja gesammelt. Kein Todesfall, außer bei einem Kind, das hatte Psilocybin gegessen und das hat ein Nierenversagen. Also das weiß man nicht, woran das lag, ob das jetzt direkt mit dem Pilzenzusammenhang als ist er am Nierenversagen gestorben. Nierenversagen deutet sich immer an, wenn irgendwelche Eiweiße, toxische Eiweiße vorhanden sind. Also es ist völlig untypisch für Psilocybin Nierenversagen. Das ist der einzige Fall. Und bei Erwachsenen gibt es keinen Todesfall nach Psilocybin-Pilzekonsum, dass die Leute dann gestorben sind. Ja, Nachweisreaktion, man kann das eben, wenn man keine in der Luftoxidation, also wenn man die frischen Pilze hat, dann färbt es sich blau, das ist eben dieser blaue Indolfarbstoff, das Psilocybin setzt sich mit Sauerstoff um zu Indol. Aber eben auch nicht alle blaufärbenden Pilze sind eben Psilos. Wir kennen ja die Röhrlinge, also die Maronen werden ja auch blau, wenn man so sind aber keine Psilos. Aber und in den Lamellenpilzen, aber wenn ein Lamellenpilz blau wird, es gibt auch blauende Lamellenpilze, der Gattung Russula, aber wenn ein Lamellenpilz blau ist, ist es kein Russula, dann ist es schon ziemlich verdächtig, dass es Psilocybin dann könnte. Ja, nicht Psilocybin-haltige Pilze, die sind, wie gesagt, voll legal, auch in den USA. Es gibt etwa 30 und bekanntestes ist die Pilzgattung Amanita, hauptsächlich der Fliegenpilz, Amanita muscaria,
aber auch der Panzerpilz. Die Wirkstoffe sind eben nicht Cyanocybin, sondern das Ibotensäure, Muscimol und Muscarzol. Der Wirkstoffgehalt schwankt extrem, also bis zum Faktor 100 ist möglich. Und das macht es auch ein bisschen unberechenbar. Diese drei Stoffe sind toxisch, also relativ toxisch, sind wirklich Nervengifte. Die LD50 bei Ratten ist auch weitaus tiefer. Die ist 100 mal so gering, also die sterben nach einer 100, also 100-fach wenigeren Menge. Echte Todesfälle bei Menschen bei Konsum von Fliegenpilzen sind bislang auch kaum belegt, also es gibt fast nichts. Also nach 3-4 Fliegenpilzen stirbt man eigentlich nicht. Bei Fliegenpilzen wohlgemerkt. Bei Pantherpilzen ist das aber ein bisschen anders, weil der Pantherpilz enthält noch Muscarin. Das Pilz gibt Muscarin und das ist wirklich extrem tödlich, also im Gegensatz zu Isotonsäure, Muscimol und so weiter. Also Pantherpilze, es gibt also diverse Todesfälle nach Konsum von Pantherpilzen. Also ich würde niemandem empfehlen, Pantherpilze zu essen. Und Fliegenpilze sind auch mit Vorsicht zu genießen. Also es gibt halt Leute, die stehen auf Fliegenpilzen. Naja, aber mehr beschäftigen sollte man nicht mit Fliegenpilzen. Ja, hier zeige ich mal ein paar Fotos, die habe ich da mal auf Overhead runtergezogen, ein paar Fotos, die wir noch gemacht haben von Pilzen. Oben ist Genozybe Eugenaszens, das ist bei Potsdam. Unten haben wir den Psilocybe semilanciata, unseren normalen Kahlkopf. Hier haben wir oben Psilocybe astereszens und drunter ist der Cyaneszens. Die werden also ziemlich groß. Der Astereszens hat einen Blutdurchmesser von 5 cm. Der Cyaneszens ist nicht ganz so groß, so bis 2-3 cm. Und der Astereszens ist so ziemlich der potenteste, der hat bis 2% Inhaltsstoffe, also bezogen aufs Trockengewicht, beziehungsweise 0,2% bezogen aufs Frischgewicht. Ist der zu ziehen? Wie? Kann man den gut ziehen? Ja, der wächst so auch in der freien Natur. Bislang wird weder Astereszens noch Cyaneszens kommerziell angebaut, weil die Kultur ist ein bisschen komplizierter, ist ja kein Tropenpilz, ist auch ursprünglich aus Nordamerika, wächst aber mittlerweile auch in Europa. Also der wächst auch. Mal Duftkissen von? Gibt es keine Duftkissen. Also wie gesagt, der wird nicht kommerziell, ich war ja in Holland und auch in anderen. Weil das Problem ist, den anzubauen, der ist zwar relativ einfach zu kultivieren, aber der braucht so einen Kälteschock und da müsste man die Gewächshäuser einen Kälteschock geben und das ist unwahrscheinlich teuer, so einen Kälteschock zu machen, während Coparia, der braucht einfach nur mehr warm, warm, warm und der wächst und das wächst wie die Kraut. Der braucht einen Kälteschock von 10 Grad, sonst fruchtifiziert er nicht. 10 Grad Reduzierung musst du erreichen. Ja, und das dann ist aber schlagartig. Ja, schlagartig, ja. Das lässt sich immer machen. Ja, aber gut, zu Hause kann man sowas machen mit Kühlschrank, aber kommerziell nee, groß. Ich so mit Hans Brate, ich habe da eine Idee. Ja, ja. Ja, ich war ja bei Hans und Hans hat sich ja für interessiert, die anzubauen und wollte mich dann auch mit Jochen Garz in Kooperation nehmen. Ich habe halt das Problem gesagt, also ich habe mir ja gesagt, also die brauchen diesen Kälteschock. Das ist halt das Problem. So ein Kälteschock ist was zu kühlen, ist halt extrem energieaufwendig im Sommer. Aber Freilandkulturen kann man was? Freilandkulturen kann man auch sehr gut anlegen, oder? Ja, gut, ja, kann man. Ja, das ist, jedenfalls ist es ziemlich aufwendig. Außerdem wächst er auch nicht so schnell wie Cubensis, weil er wächst halt nur so normal bei 10 bis 15, maximal 20 Grad. Cubensis wächst bei 25 Grad, er wächst einfach in der Temperatur viel schneller. Reine Physik, also je höher die Temperatur, desto schneller wachsen die Organismen. Und deshalb ist das ein bisschen kompliziert. Also vom Wirkstoffgehalt sind diese Pilze die Spitze und auch von der Gesamtwirkung, also Jochen Garz und ich sind der Meinung, dass da lassen wir also jeden Cubensis links liegen, wenn man aus so einer Situation ist, die es bringt. Also ja, es geht nicht allein, dass sie jetzt 2% Psilocybin haben, sondern die haben auch noch Beocystin und noch andere Inhaltsstoffe, Psychoaktive, die noch nicht alle entdeckt sind. Jochen Garz hat ja auch ein Chromatogramm nachgewiesen, als Spots hat es aber noch nicht isoliert als Derivate. Also wir nehmen an, also der
Hast du Resten auf Chromatographie? Gel hat er 5 bis 8 Spots und der Cubensis hat mal gerade 2 bis 3. Nämlich die Cubensis hat nur Psilocybin und Psilocin und noch ganz schwachen Deoxystein, das war's. Und die haben halt 5 bis 8 physioaktive Substanzen, das macht's halt. Also die Mischung macht. Ja. Ich schwöre auf Copelandia TNS, also ich weiß schon warum. Ja, TNS hat natürlich auch schon bessere Profil als Cubensis. Also Cubensis ist halt. Ja, Cubensis im Moment. Cubensis ist eine Handelsware, leicht zu ziehen. Ich hätte ja einen Cola bitte. Hohe Erträge und naja, für Ansteiger ist auch ganz okay. Aber gut, also Asterestens ist für mich so der absolute Spitzenpilz und an zweiter Stelle würde ich sagen, Cyanessen. Jetzt eher seltene Arten, das Biozist ist, da wollte ich nur mal zeigen, also wie blau die anlaufen. also das ist blau. Und unten der Romanica, der wächst da so in Schichtchen. Also dieses Blau da, das ist. Also da ist der Copelandia, der wird ja schon ziemlich blau. Ne? Aber dieser, der ist ja extrem blau, der ist schon richtig blau. Hier sind mal ein paar Pilzinhaltsstoffe. Wie gesagt, es gibt nicht nur eins oder zwei. Also wir haben einmal Psilocybin, dann das Psilocin ohne diese Phosphorsäure, dann das Beocystin, sagte ich ja schon, das hat eine Methylgruppe weniger am Stickstoff. Und dann gibt es auch noch Derivate, das Norbeocystin, das ist aber dann nicht mehr so aktiv, das hat dann praktisch gar keine Methylgruppe mehr dran. Aber es gibt dann noch andere, außerdem kommen in Pilzen noch vor, wurde noch nachgewiesen, Serotonin kommt vor in Spuren, Dimethyltryptamin kommt auch in Pilzen vor und auch Bufotenin kommt auch in Pilzen vor. Aha. Also nicht nur in Kröten. Also diese ganzen Stoffe kommen auch in Spuren in Pilzen vor, also Bufotenin natürlich auch in Kröten. Die sind alle psychoaktiv, mehr oder weniger. Serotonin ist ein Neurotransmitter an sich nicht mal, also schon natürlich psychoaktiv, aber nicht psychedelisch wirkend. Bufotenin ist eben auch psychedelisch, wegen DMT natürlich auch. Ja, Melatonin ist nicht psychedelisch, aber auch ein Neurotransmitter. Ja, gut, die Dinger hatte ich ja dann schon gezeigt. Hier ist mal vielleicht nochmal ganz interessant die Verwandtschaft zu Psilocybin zu LSD, weil die docken am gleichen Rezeptor an den Nervenzellen an. Weil das mein Dienstag nicht geht. Batterie alt, oder? Ja. Da ist er. Ja, aber es ist so schwach. Also hier ganz. Sonst zeige ich es halt hier so. Zeige ich es hier. Also, wichtig ist dieser Indolring. Hier ist das. Phylozybin, weil Phylozin ist praktisch Salvergine, der Phosphorsäure. Hier ist diese Indolstruktur und die finden wir dann inklusive dieser Alkylkette mit dieser sekundären Aminogruppe finden wir auch im DMT und wir finden diese ganze Struktur auch insbesondere im LSD. Also wenn man das mal anders anguckt, hier haben wir das LSD, das ist einmal hier das Indol-Ding. Dann haben wir hier diese zwei CH2, das sind diese beiden. Dann haben wir hier das N-Atom, das ist das. Und wir haben hier wieder diese CH3-N-Atom, beziehungsweise die andere CH3-Gruppe an dem anderen N-Atom, das wäre wieder an dem. Also man nimmt an, dass diese ganze Struktur, die ist wesentlich für die Bindung an den Rezeptoren im Gehirn. Also LSD und die haben ja auch eine Kreuztoleranz, also die beiden bilden an den gleichen Rezeptoren, an den identischen Rezeptoren LSD und Psilocybin. Wie ist das mit Psilocybin und Psilocin? Leute, die von Trüffeln sagen, die Dinger knallen, ist ein Stoffwechseldefekt oder was? Wie bitte? Es gibt ja Leute, die sagen, Trüffel knallen. Trüffel? Ja. Die Philosophensteine. Ach so, ja, die Sklerotien. Ja, die heißt Trüffel. Ja, die Sklerose. Ja, ich weiß nicht, also. Weil im Grunde genommen ist es ja nur das Psilocin, das wirklich. Ne, beide. Also Psilocin und Psilocybin sind beide psychoaktiv. Ja, aber das. In den Tampanestens hast du aber
von dem Psilocybin fast gar nichts und fast nur Psilocin. Ja, also beim Psilocin ist Psilocin ist auch instabil. Also das heißt, Psilocin wird sehr schnell an der Luft abgebaut. Also wenn die Dinger älter sind, geht das ganz schnell hops. Das sieht man auch bei älteren Pilzen, dann nimmt der Psilocin-Spot und immer ab, aber Psilocybin bleibt dran, das liegt an der Phosphorsäuregruppe. Diese Phosphorsäuregruppe stabilisiert das, solange die noch dran ist. Ja, aber es ist aufgefallen, dass Leute, also aus den Mexikanern und den Hawaiianern, kamen, also noch nie einer gesagt, da tut sich nichts. Und von derselben Ladung, von diesen Trüffeldingern, da kamen zwei, drei Leute an, also war wirklich von derselben Ladung. Ja. Die einen meinten, das ist absolut Hölle, ja. Die anderen meinten, da kam gar nichts. Ja, das war allerdings. Ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig, weil wenn es die gleiche Charge war. Also psychoaktiv ist letzten Endes im Gehirn, ist natürlich nur das Psilocin, weil das Psilocybin, die Phosphorsäuregruppe wird abgespalten durch alkalische Hydrolyse, also im Darm, nicht im Magen, nicht durch Salzsäure, sondern alkalisch, durch Natronlagerung wird das abgespalten. Und dann entsteht dann Psilocin. Und Psilocin kann eigentlich nur durchs Gehirn passieren. Psilocybin kann nicht durchs Gehirn passieren, wegen dieser Phosphorsäuregruppe, die ist im Gehirn. Durch die Blutschranke, ne? Und durch die Blutschranke kann nur Psilocin gehen. Also, aber der Körper baut Psilocybin vorher auf Psilocin was ab oder um. Aber Psilocin ist also, wie gesagt, normal im Pilz, nicht so gut haltbar, wird ziemlich schnell abgebaut und deshalb ist es besser, Pilze zu halten, die viel Psilocybin haben, die wenig Psilocin, weil die halten sich an, weil Psilocin hält. Jetzt kommen wir ein bisschen was zur Dosiswirkung von Psilocin und Psilocybin. Ja. Also die Schwellendosis ist so etwa bei 3 Milligramm, das entspricht dem Frisch- oder getrockneten Pilz. Also getrocknet sagt man 10%, 90% ist Wasser, 10% ist eben Trockenmasse. Und wirksame Dosis ab 5 Milligramm, steht ja alles da. Die übliche User-Dosis sind so etwa 10 Milligramm, 20 Milligramm, das ist dann schon eine Chlorodosis. Das sind die Frischgewichte, also 10 Milligramm sind praktisch in 20 Gramm oder 20 bis 30 Gramm Scrofaia cubensis drin. Ja, und in der Psychoanalyse bis 71 wurde mal 100 Milligramm mal eingesetzt als entsprechende Dosis. Diese Experimente mit LSD, da wurden auch seinerzeit 1,2 bis 1,5 Milligramm LSD eingesetzt in diese psychomythischen Dosen, also in den USA. Und das waren schon ganz schöne Mengen. Wie gesagt, vermutete tödliche Dosis beim Menschen sind 20.000 Milligramm, also 2 Gramm Psilocybin, die sind halt in 10 bis 40 Kilo frischen Pilzen enthalten. Je nachdem, was die Pilze sind. Nachwirkungen gibt es keine. Ja. Ganz wichtig ist auch zu sagen, dass Psilocybin mit einer mittleren Dosis, also bis 50 Milligramm, bei manchen auch weniger, aber so ein Durchschnittswert, das erzeugt eben nur Pseudohalluzination. Das heißt, man weiß, dass das alles irreal ist. Unterschied zu den Nachtschatten, Tropan-Alkaloiden, also Scopolamin und so weiter aus Nachtschatten, wenn man da genug hat, also bei ganz wenig nicht, aber wenn man eine normale Dosis hat, also richtig volle Dosis, dann denkt man, das ist alles real, die Halluzination. Man weiß das ja auch von Mutterkorn zum Beispiel, Alkaloide, Mutterkorn-Alkaloide, dieser Feiztanz, Mittelalter, also durch das Ergotamin, Vorläufer von LSD, also ein LSA-Derivat. Die Leute haben ja das dann wirklich gedacht, das ist alles real. Echte Halluzinationen werden auch durch Alkohol erzeugt. Also Alkoholdelir, das sind auch echte Halluzinationen. Also die Leute glauben wirklich, dass die Ratten über die Ratten im Wein laufen und so weiter. Die sind die Ratten echt. Also das ist auch ganz wichtig vor Gericht immer zu sagen, weil das wurde ich auch schon mal vor Gericht, ein oder zweimal musste ich das ausführen.
weil das steht dann auch immer in der Presse, Leute stürzen sich unter LSD aus dem Fenster, weil sie glaubten, fliegen zu können. Das ist absolut Schwachsinn. Für LSD gilt natürlich das Gleiche. Also LSD erzeugt auch nur Pseudo-Halluzinationen, also mit üblicher Dosis bis 200, 300, 400 Mikrogramm auf jeden Fall. Ja, also das sind keine realen Halluzinationen. Hier haben wir mal ein bisschen wissenschaftlich, das sind PETs. Also da wird der Ruhezustand des Gehirns aufgezeigt. Oben ist normal, also Ruhezustand. Also je roter das ist, desto aktiver ist das Gehirn. Und unten ist unser Psilocybin-Einfluss. Das ist ein Foto von Vollenweiter, der ist auch im ECBS. Und ja, da sieht man ganz deutlich, dass, wo Psilocybin eben das Gehirn anregt. Also macht man PETs, das heißt, man guckt auf die Glukose und sieht den Glukoseumsatz. Und je höher der Glukoseumsatz ist, desto höher ist das Gehirn in der entsprechenden Region aktiv. Und man sieht einfach, unten Psilocybin ist das deutlich aktiver, das Gehirn, als unter ohne Drogeneinfluss. Ja, gehen wir dann zu den Risikopotenzialen, was es gibt. Also Organtoxizität bei akutem Gebrauch ist nicht bekannt. Bei chronischem Gebrauch, also Dauer- oder Wiederholungsgebrauch, ist auch nicht bekannt. Unerwünschte Wirkungen. Also was ist bekannt? Da gibt es ja auch die neue Studie von Vollenweier, die habe ich auch mitgenommen, wenn es interessiert, von 2004. Also es führt zu erhöhten Puls, Blutdruck und Schwitzen. Das ist eine Nebenwirkung, die ist auch unerwünscht, würde ich mal sagen. Aber nicht tödlich, also normalerweise halt nicht tödlich. Suchtpotenzial physisch ist nicht bekannt und psychisch ist es sehr gering, weil ich würde sagen, es ist auch gleich null. Das liegt einfach an der Biochemie. Sage ich ja nachher noch was, also ich kann es auch gleich sagen. Das ist ja, das wird ja, die Psilocybin und LSD wirken ja als Serotonin-Agonist. Jedenfalls indirekt wird durch die beiden, weder durch LSD noch durch Psilocybin, der Dopaminhaushalt direkt beeinflusst. Im Gegensatz zu Kokain und Amphetamin, die direkt auf den Dopaminhaushalt wirken. Und Endeffekt erhöhte Dopaminfreisetzung führt eben dann bei Koks nur noch viel zu diesen euphorischen oder Glücksgefühlen. Und das begründet eben im Wiederholungsverhalten Suchtgefahr. Wenn das bei Pilzen eben, da eben Dopaminhaushalt nicht berührt wird, überhaupt nicht gegeben ist. Also rein naturwissenschaftlich besteht keinerlei psychisches und physisches Suchtpotenzial durch Halluzinogene. Trifft auch für alles den zu. Ist nicht gegeben, nicht gegeben, also gleich 0. 0,0. Ja, psychische Risiken, also weniger angenehme Gesamterfahrungen, das berichten 10%, wo die einfach sagen, das wissen wir. Und wir haben Befragungen mit mehreren tausend Nutzern gemacht, da habe ich nachher noch was zu. Und also 10% sagen eben so etwa, das fanden sie nicht so toll. Ja. Und so richtige Horror-Trips oder Panikanfälle, das ist so etwa 1% der Konsumenten. Ah ja. Und die sogenannte Auslösung von vorübergehend bleibenden Psychosen, da kann ich jetzt keine Zahlen von unseren Befragungen sagen, das gibt Statistik. Man schätzt eben im Jahr weniger als 50 Fälle bei geschätzt 700.000 bis 1 Million Konsumenten in Deutschland. Aber das sind eben die Prozent, daraus ergibt sich die Prozentzahl. es ist so, mich haben auch schon diverse Psychiater, jedes Jahr rufen mich 2, 3 Psychiater an. Sölden da so ein, der hätte Pilz gegessen und wäre jetzt seit 3 Wochen total daneben und wäre bei ihm psychiatrischer Behandlung wegen Schizophrenie oder sowas ähnliches. Also A, muss man sagen, ist das im Regelfall vorübergehend, also eine echte Schizophrenie dauert eben ein Leben lang. Das ist, diese Psychosen dauern ein paar Tage bis maximal ein paar Wochen. Das ist Punkt A, Punkt B. Habe ich dann immer noch gefragt, ja, was hat er denn sonst noch so konsumiert und so weiter und so fort. Und C habe ich dann immer noch gefragt, gibt es denn da, was sagt denn die Amanese, also die Vorgeschichte? Ja, und dann kam dann raus, ja, Amanese, der war schon mal auffällig
Und dann hat er natürlich auch noch Speed konsumiert und das und das und das. Und da können Sie ja nicht mehr sagen, dass es Psilocybin eindeutig war. Also es gibt überhaupt keinen einzigen Fall, das bestimmt Jochen Gass und andere führende Wissenschaftler in Europa, es gibt keinen, wir kennen keinen einzigen Fall, wo man eindeutig nachweisen kann, dass Psilocybin-Gebrauch eine Psychose verursacht hat. Es gibt zwar mehrere Fälle, also im Jahr so 20 bis 30 Fälle in Deutschland oder Mitteleuropa, wo die Leute eine Psychose entwickeln, die Pilze gegessen haben, aber man kann nie sagen, dass das jetzt die Pilze waren, die Psychose verursacht haben, weil A, hatten die noch was anderes konsumiert an Drogen und B, hatten die irgendwelche psychischen, also neurologischen Vorbelastungen. Also das ist ganz wichtig. Das ist auch nachher wichtig zur Einschätzung der Gefahrenpotenziale, wenn es zu einer wissenschaftlichen Kommission kommt. In Großbritannien wollen sie jetzt wohl eine, sage ich später noch was, da soll Jochen Graf und wahrscheinlich auch ich als Gutachter in Großbritannien wohl mitwirken. Die wollen das als Klasse A wohl einstufen, die Pilze. Klasse A ist das Gefährlichste. Also Psilocybin ist in Großbritannien ja schon immer Klasse A, oder wie auch der Reinstoff Psilocybin seit 72 bei uns illegal ist. Aber bislang sind in Großbritannien ja die Pilze legal, also richtig abgesegnet, legal. Und die wollen sie jetzt als Klasse A einstufen, Pilze. Und da soll auch vorher eine Kommission, also ähnlich wie in Holland, die kaum einberufen werden, das ist jedenfalls geplant. Also das heißt, die Regierung plant das nicht, das planen die Angeklagten, was das vorher gemacht wird, oder Beschuldigten. Und mal sehen, wie sich das entwickelt. Also wie gesagt, es ist kein einziger Fall bekannt, dass Psychosen ausschließlich, also eindeutig durch diese Psilocybin ausgelöst wurden. Ja. Ich habe noch eine Frage bei den Gegenmaßnahmen. Da steht jetzt nur Valium, aber es gibt ja auch das mit hohem Zucker oder Vitamin C. Ja, Vitamin C kann man auch nehmen. Also Valium ist ja dann, darf ja offiziell auch nur der Arzt verschreiben. Aber Valium hilft in jedem Fall immer. Also 20 Milligramm Valium, alles weg, auch LSD oder auch Tropalkaloide, also zu viel Fette gegessen, Valium hilft immer. Valium hat nicht jeder dabei. Wie, für dich? Deswegen würde mich eher das Ansehen interessieren, Zucker oder... Ja, Ascorbinsäure, reiner Zucker, also Ascorbinsäure ist ein Antioxidationsmüll, also Ascorbinsäure schon, also, aber... Das mildert es, aber richtig schlagartig wärmt mit Valium. Also so nach war nichts mehr gewesen. Das ist Valium. Ascorbinsäure mildert das nur. Wie sieht es mit Tryptophan aus? Ja, das ist mildert das auch nicht. Tryptophan ist ja der Vorläufer von Psilocybin sogar. Also es gibt da einen gewissen Agonismus, Antagonismus, Psilocybin, Tryptophan, aber es ändert schlagartig nichts. Also richtig. Wie gesagt, man braucht aber auch kein Valium, normales Zureden und so weiter und so fort. Anderes Setting, also durch ein anderes Setting kommt man da auch ohne Valium was erreichen. Die beste Lösung. Ja. Also außerdem dauert diese Zustände ja nur 4 Stunden, solange die Pilzwirkungszeit andauert. Ja, die können haben wir. Also hier, da steht ja dann... Risikogruppen, ja, also Risikogruppen für diese Psychosen oder Panikanfälle ist eine hohe Konsumdosis. Also übliche Konsum, also sprich 30 Gramm Cubensis oder 10 Milligramm Psilocybin, das ist keine hohe. Da kann nichts passieren. Also bei hohe ist so ab 50 Milligramm Psilocybin, also ordentlich Pilze gegessen, das ist ab. Dann Mischkonsum natürlich ein Risiko, also wenn man es kombiniert mit weiteren Drogen, da haben wir ja auch Untersuchungen gemacht. Also völlig ungünstig ist die Kombination von Halluzinogen plus Speed, das ist das absolut tödlich, außer natürlich mit Heroin zu kombinieren. Auf keinen Fall soll das genommen werden. Dann ein weiteres Risiko ist unerfahrene Erstkonsumenten, Jugendliche, weil das die Gehirnstrukturen noch nicht so entwickelt haben. Also unter 18 Jahren ist das Risiko einfach viel höher für zumindest Panikanfälle, also wieder Psychosen, aber Panikanfälle bei unter 18 Jahren kommt deutlich häufiger vor, prozentual. Und natürlich ungünstige Setting, das weiß ja jeder, was das ist. Gegenmaßnahmen, sagte ich ja schon, beruhigendes Zureden, Überführung in bessere Umgebung, also anderes Setting. Und dann, wenn das alles nichts hilft, im Valium. Aber keinesfalls Zwangsmaßnahmen.
Also man sieht dann immer auf den Rails, wir machen immer Stände auf Rails von der LRT, auf Technikpartys, und dann, wenn da nicht Eclipse oder so, also kommerzielle, sondern nur dieses Samariter, diese Sanitäter, das Rote Kreuz am Stand hat, ja, dann werden die dann ins Krankenhaus gefahren. Dann haben sie LSD geschluckt oder Pilze zu viel und dann ins Krankenhaus. Das sind halt Zwangsmaßnahmen. Das ist absolut das Falscheste, was man machen kann. Also, weil es wird überhaupt keine akute Lebensgefahr und auch keine sonstige Gefahr. Also das ist absolute Zwangsmaßnahmen. Das ist das ungünstigste Setting schlechthin. Und das wird alles nur verändert. Das kann gut achten, das kann gut achten. Alle sind die Englisch. Ich habe da mal eine deutsche Zusammenfassung gemacht. Das ist die deutsche Zusammenfassung des Moment, Joachim, könntest du das vielleicht noch erläutern? Also die Kombination von Psilocybin, psilocinhaltigen Pilzen mit Mauhämmern, Hamalin, was auch immer? Ja, kann ich noch was zu sagen. Gut, dann lasse ich das erstmal. Also man kann Psilocybin mit MAO-Hämmern kombinieren, das wird auch gemacht. Also sprich Steppenraut etc. Das verlängert die Wirkzeit von den Pilzen. Also der Trip ist dann auch etwas höher. Also das kann man machen, man muss es aber nicht machen. Im Gegensatz zu DMT, da wirkt ja nur DMT, wenn man es oral konsumiert, nur mit MAO-Hämmern, weil DMT sofort abgebaut wird. Also die MAO-Hämmer, das Monoaminooxidase-Hämmer, das ist ein Enzym in der Leber und das baut eben diese Indole ab. Also Psilocybin, DMT baut es ab. Und diese MAO-Hämmer wirken einfach, dass die Leberenzyme Psilocybin oder DMT einfach nicht so schnell abbauen. Das ist der ganze Effekt. Nicht also aber auch so ungefähr. Ja, also Monoaminooxidase-Hämmer. Ja, MAO-Hämmer, MAO-Hämmer. Da hast du eigentlich immer was, was du willst, aber das ist ja, die MAO-Hämmer haben natürlich, MAO-Hämmer können natürlich auch, wenn man das falsch nimmt, können wirklich zu Komplikationen führen. Ja, ich brauch das nicht. Ja, da gibt es dann auch Todesfälle, wenn man das... Ich nehme von vornherein so die Pilze. Wegen dem Mauer, ich denke, das ist nicht meine Frage, das ist halt eine Frage von Leuten, die von mir Pilze gekriegt haben. Ne? Ja. Ich nehme so viele Pilze, dass sich die Fragestellung für mich nicht mehr ergibt. Das ist einmal, dass den Leuten gar nicht weitergibt, diese Information. Die anderen, ne? Ja, also man muss Pilze nicht mit Mauerhämmern kombinieren. Man kann es machen, die Wirkung ist höher, im Gegensatz zu DMT. Wenn man das oral konsumiert, also über die Leber, wenn es über die Leber aufgenommen wird, über die Pfortader, die Leber, dann wird das DMT in der Leber abgebaut. Im Gegensatz zu DMT, wenn man es raucht, dann läuft es über die Lunge. Und dann läuft es ja nicht über den Leberkreislauf. Und deshalb, wenn man es raucht, DMT, wirkt es halt ohne Mauerhämmer, und wenn man es isst, muss man Mauerhämmer DMT. Ich habe nachgelesen ein bisschen und bin darauf gestoßen, dass es da sowas wie eine Faustregel gibt, also in Bezug zu dieser Monoaminooxidase-Hämmer-Einnahme nur noch 50% der bisherigen Dosis maximal an Pilzen und zu sich zu nehmen. Also ich habe ja auch die Mauerhämmer gezeigt auf einer anderen Folie, das war nämlich Hamin. Hamin sieht fast so ähnlich so aus wie Psilocybin, wirkt auch psychedelisch, also in hohen Dosen, aber ansonsten wirkt es eigentlich nur als Mauerhämmer. Und in Ayahuasca in Südamerika, die haben immer 10-mal so viel Hamin drin, wie man eigentlich braucht. Also es wird ein Zehnten und die ganze Reiherei und Kotzerei kommt alles von den Mauerhämmern, nicht vom DMT. Also Ayahuasca ist, die Kombination ist... die haben auch so viel Hamin drin, dass schon wieder das Hamin psychedelisch wirkt. Aber die ganze Kotzerei kommt alles nur von den Mauerhämmern. Also deshalb ist das mit dem Ayahuasca nicht das Wahre. Also es würde eigentlich, wenn man DMT nimmt und ganz wenig Hamin dazu gibt oder wenig Steppenrolle dazu, wirkt das dann auch und gibt nicht diese Reiherei. Aber gut, wir machen jetzt hier Pilz und nicht Ayahuasca. Ja, also jetzt habe ich hier mal das CAM-Gutachten, also folgende Sache, der Hintergrund, es gab in den Niederlanden ja Ende letzten Jahrtausends Bestrebungen, die Pilze zu illegalisieren, die wurden ja immer in den Smart-Shops in der Grauzone so gehandelt, also Vorschubpilze in Smart-Shops, es gab da Bestrebungen von gewissen Leuten, das auch zu illegalisieren. Und dazu wurde aber vorher dann diese CAM, Coordination Center of Assessment and Monitoring of New Drugs,
berufen. Die hatte vorher nicht nur, ja, vorher noch andere Stoffe analysiert, nämlich Thioamphetamin und GHB haben sie analysiert und noch ein paar andere Sachen. Und MBDB haben sie analysiert und haben dann das gleiche Schema auch auf die Pilze angewandt und haben eben dann verschiedene Punkte eben abgehandelt. Das sind praktisch die Punkte. Das ist jetzt praktisch eine einseitige Zusammenfassung von mir auf Deutsch. Und haben das dann in Risikopotenziale eingeteilt. Also wir sehen medizinische Individualfall, das ist der erste Block. Das ist jetzt dem ihre Klassifizierung. Also Abhängigkeitspotenzial, also praktisch kein Risiko. Akute Toxizität haben sie hier 2,3 genommen, was war auch nicht das war. Also chronische Toxizität konnten sie nicht einordnen. Also ich hätte das hier auch mehr eingeordnet. Dann, das ist eigentlich medizinisch, dann haben die aber noch andere Kriterien beurteilt, nämlich sogenannte Volksgesundheit. Ja, ja, das also man, wenn so ein Stoff bewertet wird, ist nicht nur medizinische Individualfolgen werden nicht nur bewertet, was man annehmen würde, sondern auch die ganzen anderen. Volksgesundheit, und zwar haben sie ja Konsumverbreitung in Relation zu medizinischen Risiken, und da haben sie das als gering eingestuft, also wie die auf die genauen Ziffern gekommen sind, da steht im Gutachten hinaus, ich habe das hier nicht zusammengefasst, Gebrauch bei eher gefährdeten Personen auch gering, adäquate Information, das wussten nicht genau, Verlässlichkeit der Produktqualität, das haben sie mit 2,9, also eigentlich schon fast als Mittel eingestuft, weil sie meinten, das steht im Gutachten drin, kann man auch unter 10 hier nachlesen, in den Smart Shops wäre eine relativ gute Beratung der Verbraucher noch, ja, relativ. Aber in Headshops, die Pilze auch verkauften, wäre das eine reine Katastrophe. Und deshalb haben sie hier 2,9 gehen. Dann Schwere und Anzahl der berichteten Unglücksfälle, haben sie auch so als gering irgendwie eingestuft. So, das war die Volksgesundheit. Dann haben sie noch einen Block öffentliche Ordnung und Sicherheit. Da haben sie als Wertungskriterium Häufigkeit und Schwere von Belästigung Dritter, also das haben sie praktisch als kein Risiko. Also sie haben in, zum Beispiel anderen Stoffen, die haben sie nicht analysiert, aber zum Beispiel Crack, also Crack, Belästigung Dritter, das würde dann hier irgendwo hoch einzuordnen sein, nach Crackverbrauch. Gewalt der Konsumenten gegen Unbeteiligte ist auch gering. Nur bei der Punkt Beförderung der öffentlichen Sicherheit durch Konsum, das ist ein hohes Risiko. Das heißt einfach, dass unter Akuteinfluss man keine Maschinen bedienen darf und auch kein Kraftfahrzeug führen soll. Da steht auch hier unter 13, kann man das ja nachlesen. Wahrnehmung und Reaktionsvermögen sind stark verändert und eingeschränkt. Dies bedeutet hohe Gefahr für andere beim Bedienen von Maschinen oder im Straßenverkehr. Okay, aber das gilt ja für Alkohol praktisch auch. Und Alkohol ist ja auch egal. Dann haben sie noch einen Punkt Kriminalität. Organisierte Kriminalität bei Produktion und Handel. Das haben sie als gering. Also sie haben untersucht, ob die Leute, die Pilze verkaufen, auch gleichzeitig mit Koks, Amphetamin oder sonst was handeln. Und das haben sie nicht festgestellt. Außer in Bezug zur Cannabis-Szene haben sie festgestellt, deshalb 1,9, sonst hätten sie 1,0 gegeben oder 1,1. Ja, das ist ja in den Niederlanden zu erwarten, dass sie in Headshops also in Smart Shops zur Cannabis-Szene war da und deshalb war das eben 1,9. Die da unten drunter. Die Pilze selbst und deren Hersteller haben keinen Bezug zu illegalen Drogen, Produktionsverstufen etc. Vereinzelte Smart Shops haben aber eher Kontakte, ja, auch zu XCT, also einzelne Smart Shops sitzen auch Kontakte zu Ecstasy. Aber hauptsächlich eben Cannabis. Ja, und dann Zusammenfassung und Empfehlung der Kommission. Das ist praktisch keine, also das sind eben die anderen Drogen, die sie vorher untersucht hatten. Bis auf einen Punkt, eben das hier, sind zu einem analysierten Punkt das Risikopotenzial nicht vorhanden bzw. gering. Im Vergleich mit den zuvor von der Kommission begutachten Drogen, das war MBDB, das ist ein Ecstasy-Derivat, Methylamphetamin und auch GHB, ist das Gesamtrisikopotenzial deutlich geringer.
Die Kommission schlägt hier vor, dass der Handel mit diesen Pilzen deshalb nicht verboten werden soll, gleichwohl aber die teilweise noch unbefriedigende Qualität der Produkte und die Aufklärung der Verbraucher durch die Händler über mögliche Risiken des Konsums durch eine intensivere Überwachung verbessert werden. Das ist offiziell. Also danach wurde nach diesem Camp, wurden dann Pilze ja dann, da gab es nachher noch ein Gerichtsverfahren in Holland. Ja, wurde das Camp, es gab eine Anklage gegen Smartshop-Besitzer, die diese Pilze in großer Maße, und da wurde das Camp dann zitiert und die Leute wurden auch freigesprochen. Und dann war dieses Camp-Gutachten letztendlich die Grundlage dazu, dass die Pilze in Holland als Lebensmittel zugelassen wurden. Wurde auch in Deutschland gemacht, insbesondere bei Leuna und Göttingen bis 1971 wurde es halt 72 bei uns illegalisiert, Psilocybin, der Reinstoff. Und eben was man halt machen kann, also bei Leuten, die unter Neurosen leiden, kann man eben traumatische Zustände, die Neurosen verursachen, durch Psychoanalyse mit unter Einfluss von Psilocybin oder auch LSD, eben man gibt eben LSD, Psilocybin oder neuerdings auch Ketamin, also Psychoanalyse macht man noch mit Ketamin zurzeit noch, Ketamin ist ja noch legales Narkosemittel, und ja, dann erzählen die dann, wenn eben traumatische Strukturen eben werden aufgedeckt durch Befragungen des Therapeuten, des Psychiaters oder Psychologen und können eben so therapeutisch zugänglich gemacht werden. Also bei diesen Neurosen lagen bei Leunern die Erfolgsraten zum Teil bei über 75%. Man soll diese Halluzinogene aber nicht nehmen, wenn Leute Psychosen haben. Also das ist total daneben. Also steht ja auch die Gefahr, dass die Halluzinogene Psychosen auch noch weiter verstärkt werden oder auch ausgelöst werden. Ja, Gebrauch in der Darstellung Kunst und Schaffen Musik brauche ich ja nicht. Hier sind so ein paar alte Duftkissen, das sind also diese Pilzduftkissen, Firma Tiefenrausch, ich habe mal so ein paar, das haben wir zugeschickt bekommen, da habe ich die gebracht. Ich erzähle jetzt was über Gebrauch. Also ich bin bei der Allergie-Drogen und bin auch im ECBS und die Allergie-Drogen macht halt solche Befragungen mit mittlerweile einigen tausend Leuten, 3.900 waren es da, 3.000 Leute befragt zum Gebrauch verschiedener Substanzen. Das waren also überwiegend, sagen wir mal, 95% Leute mit Konsumerfahrung zumindest einer illegalen Droge, also zumindest zu Cannabis, weil wir haben halt entsprechend befragt, wo die Leute sind. Also was wir sehen, Alkohol ist ganz links, Folie ist leider nicht so ganz gut geworden, aber wenn wir es sehen, nie ist also die Leute, die es noch nie genommen haben, Cannabis eindeutig an zweiter Stelle nach Alkohol, ganz klar, aber wenn wir gucken, die schon Konsumerfahrung haben, also das ist praktisch alles, was drunter ist, da rangieren eben die Pilze nach Cannabis an zweiter Stelle, also noch vor Ecstasy. Also, weil noch nie Pilze gegessen hatte von diesen 4.000 Befragten, so um die, naja, paar 30%, auch noch nie Ecstasy genommen hatten, immerhin paar 40%, also waren, also an zweitmeister Stelle war Konsumerfahrung zu Pilzen nach Cannabis, Alkohol sowieso. Also das ist interessant. Allerdings, bei Pilzen im Vergleich zu Ecstasy muss man eben feststellen, dass Ecstasy und Speed und auch Koks doch eher öfter konsumiert werden, wenn Konsumenten die Pilze oft nehmen, das gleiche gilt auch für LSD, das ist relativ selten. Also dieser schwarze und blaue Bereich, der ist ganz gering. Also die ist sogar die Woche nehmen oder fast täglich nehmen, das macht ja auch wenig Sinn. Ne? Im Gegensatz zu Cannabis, das sehen wir ja ganz deutlich, 50% nehmen es täglich. Also von den Fragten, die wir da fragten. Aber Pilze waren das 1% oder 1% dessen täglich genommen. Wo wurden die Befragungen durchgeführt? Auf der Amtsverwaltung und diversen
Techno-Partys in ganz Deutschland. Also so, das Partyvolk wurde dann. Was? So, speziell das Partyvolk wurde dann angesprochen. Ja, es wurden speziell Leute angesprochen, die Konsumerfahrung zu illegalen Substanzen haben. Wir wollten nicht die normale Bevölkerung fragen, das war uns einfach zu blöd. Weil da kommt ja nichts mehr raus. Ja, klar. Ja. Ja, da steht dann Alkohol ganz oben und der Rest ist, existiert nicht. Ne? Das macht so eine Frage nicht viel Sinn. Also da steht mit Konsumerfahrung zumindest einer illegalen Droge. Also das heißt, wir sehen ja Cannabis, dass hier unten 1%, also 99% der Befragten hatten Konsumerfahrung zu Cannabis. Das heißt, sorry, das ist sogar falsch. Also die 1%, die kein Cannabis konsumiert hatten, die hatten dann irgendeine andere Droge konsumiert, aber eben noch nie Cannabis. Das sind alles Leute mit Mindestkonsumerfahrung zu einer Droge. Das 1% hat er dann vielleicht mal Ecstasy genommen, aber dafür noch nie Cannabis. Ne? Ja. Das war ja nur eine dumme Nachfrage. Ja, ja. Also das sind alles Leute mit Konsumerfahrung, zumindest eine illegale Droge, genauso wie es da steht. Ja, und das ist ja das, also das ist ganz aufschlussreich. Aber wie gesagt, Pilze werden im Gegensatz zu Speed oder Ecstasy zwar viel Konsumerfahrung, aber nicht sehr oft konsumiert. Ja, da haben wir mal gefragt, was vielleicht auch ganz interessant ist. Einstellung zu einer Freigabe von verschiedenen Drogen. Eben auch wieder bei diesen 3.900. Wir waren sogar mehr. Geht ja nicht alles gut. Naja, mit Heroin brauchen wir 25%. So. Also, das sind, wie gesagt, sorry, das sind jetzt nicht alle, da haben wir jetzt auch die sind auch etwa 400 oder 53 Leute mit dabei, die noch nie irgendwelche illegalen Drogen konsumiert haben, die sind jetzt hier auch drin, die waren halt auch bei unserer Befragung dabei, die haben wir jetzt hier drin. Und das ist aber nicht repräsentativ, muss ich sagen, für Deutschland. Also, aber es ist interessant, dass von den, also die Nie-Konsumenten sind nicht repräsentativ für Deutschland, weil das waren alles jüngere Leute und auch irgendwelchen Zählen ansässig und die haben halt andere Toleranz eben als Alte und weiß ich, und CDU-Wähler und so weiter. Deshalb ist diese Nie-Konsumerfahrung nicht repräsentativ für Deutschland, kann ich nachher noch was sagen oder später. Aber interessant, wenn man sich die Nie-Konsumenten, also die Leute, die noch nie die entsprechende Droge genommen hatten, von denen wir fragten, hatten immerhin waren 73% für eine Freigabe von Cannabis und immerhin waren 55%, die noch nie Pilze gegessen hatten, auch für eine Freigabe von Pilzen. Und bei den anderen Drogen ging das aber dann rapide runter. Also bei Kokain waren es noch 26 in den Händen, bei Heroin, die noch nie Heroin, da waren es noch 24%. Ja, und bei den regelmäßigen Konsumenten geht das dann entsprechend hoch auf fast 100% zu erwarten. Und das sind die Fallzahlen. Also wie gesagt, im Vergleich mit Cannabis sind die Pilze an zweiter Stelle. Das heißt, von allen Befragten waren die meisten dafür, dass Cannabis legalisiert wird oder völlig freigegeben wird, aber an zweiter Stelle lagen eben die Pilze, an dritter Stelle war es dann LSD. Die anderen Drogen kommen erst später. Ist irgendwie ein bisschen komisch. Eigentlich sind die Pilze ja bei uns legal. Wir haben einfach unserer Frage unterstellt, die Pilze wären theoretisch illegal. Aber wie gesagt, wenn die Pilze illegal wären, wären die wir haben von den Befragten, hier sind Motivationen zum Nichtkonsum einer Droge. Ja, ich bin nahe zum Konsum. Auch. 5 Minuten weg. Ja, und hier kommt nicht auch alles. Oder so, das ein bisschen mehr. Also da wurden die Leute gefragt, und das sind die Fallzahlen. Die Ends ganz unten, weshalb sie bestimmte Droge nicht konsumieren. Und das sind die Prozentzahlen. Also ich konsumiere diese Droge nicht, weil es verboten ist. Interessant. Bei Cannabis mag es 23%
Also es gibt ja noch ganz andere, die noch zu den anderen Ergebnissen kommen. Die also nur 23% der, die das Cannabis nicht nehmen, konsumieren, sind nicht, weil es verboten ist. Also 70% machen, denen ist das völlig wurscht, ob es verboten ist. Das wird mir nicht, also nicht konsumieren. Was beim Pilzen interessant ist, das ist so die Negativtabelle. Die Positive ist nachher wohl interessant, ja. Also was hier interessant ist, Alkohol, diese dunkelroten, das sind immer starke Nichtkonsumgründe. Und die sind bei Alkohol sehr dominant. Die Nichtkonsumgründe, die sind auch bei Kokain dominant. Bei Pilzen kommen rote Bereiche praktisch gar nicht vor, bei Cannabis auch nicht vor. Also diese ganzen Argumente treffen, weil es abhängig macht, da meint nur für 38% der Leute, die noch nie oder keine Pilze essen, meinten eben, sie konsumieren Pilze nicht, weil es angeblich abhängig macht. Sie wussten es nicht genau. Also eine Fehlinformation. Ja, was interessantes Argument, weil es schwer zu beschaffen ist. Bei Pilzen immerhin, das waren das 28% konsumierten Pilze nicht, weil sie schwer zu beschaffen sind. Ja, das ist eine ältere Studie. Und bei Cannabis haben wir 12% Beschaffungsprobleme. Also 12% der Befragten konsumierten kein Cannabis, weil sie es nicht beschaffen konnten. Jetzt sind da Befragte, die aktuell noch Pilze konsumieren, weshalb sie konsumieren. Vergleich mit anderen Drogen. Da unten sind Fallzahlen wieder angegeben. Also Dunkelgrün ist immer bedeutender Konsumgrund und Rot ist kein bedeutender Konsumgrund, also eigentlich nicht Konsumgrund. Angst vor Bestrafung ist erstmal weg, weil ich ablehne. Weil im Kreisen üblich ist auch nicht so interessant. Also Alkohol wird also konsumiert, weil es im Kreisen üblich ist. Das ist also eindeutig für Alkohol, das war Cannabis an zweiter Stelle. Also Pilze ist im Kreisen und auch die anderen nicht so oft üblich. Okay, aber eher weil das tolle Sinneseindrücke erzeugt, also einseitig Number One, 95% der Befragten von 887 war das ein wichtiger Konsumgrund, die sagten, weil es eben tolle Sinneseindrücke erzeugt. Bei Cannabis waren es noch 75% der Cannabiskonsumenten, bei Ecstasy waren es noch 67% und die anderen gingen dann runter. Und Alkohol erzeugt überhaupt keine tollen Sinneseindrücke, das haben nur 28% angegeben. Weil es ein gutes Körpergefühl verursacht. Pilze waren um 85% fast der Meinung. An erster Stelle lag aber hier Ecstasy, da waren es 94%. Also hier war Ecstasy eindeutig an erster Stelle, aber Pilze noch an zweiter. Gleich auch Cannabis und Kokain. Kokain wurde auch ziemlich hoch. Auch Cannabis. Aber auch Alkohol zeugt kein besonders gutes Körpergefühl, auch nur 42%. Weil es wohl nicht gesundheitlich schadet. Da meinten immerhin mehr als die Hälfte der Psilocybin-Konsumenten, Pilze wird nicht schaden und fast 60% der Cannabiskonsumenten meinten, Cannabis würde größer als schaden. War es schon, das war dann die letzte Folie. Ja. Mahlzeit. Ja, guten Appetit. So, rechter Laden. Your own order in the chaos. Socrates did not give commandments. Socrates did not impose order. Socrates asked questions. He encouraged his friends to speculate, to design, to create, to interact your own versions of reality.